Man soll ja die Feste feiern, wie sie fallen, aber die Märkte feiern zweimal jetzt dieselbe Party, nämlich sie feiern zweimal, die Inflationsdaten sind niedriger als befürchtete Party und das ist dann doch ein bisschen schal. Und was auffallend ist, Renditen wie auch Dollar machen diese Rallye nicht mit, einerseits, und andererseits der Nasdaq als stärkster Index heute wieder, der ja normalerweise sehr stark auf die Renditen reagiert. Also der steigt, wenn die Renditen fallen und umgekehrt. Also irgendwie hat das für mich einen schalen Beigeschmack. Das passt nicht so richtig zusammen. Wir wollen uns die Gemengelage jetzt mal anschauen. Wir haben heute die Erzeugerpreise gesehen, niedriger als erwartet. Im Oktober nur 0,2% gestiegen statt 0,4% erwartet und zum Vorjahresmonat nur 8,0%. Statt 8,3 erwartet, auch in der Kernrate deutlich niedriger. Also hat man sich gesagt, super Party, jetzt machen wir mal ein bisschen wieder einen Anstieg, weil es ist ja gerade so schön, nachdem wir am letzten Donnerstag ja bei den Verbraucherpreisen schon immense Bewegungen gesehen haben, Nasdaq 8% gestiegen, Renditen so stark gefallen wie 10 Jahre lang nicht mehr. Auch der Dollar hat ja richtig auf die Nüsse gekriegt und Sven Henrik bemerkt hier etwas, glaube ich, sehr Wichtiges. Der Fokus der Märkte, der wird sich bald verschieben vom Thema Inflation auf Rezession. Die final rallies before recessions are always the most fun. Watch what happens once inflation relief turns into realization as to why inflation is dropping. Also warum fällt denn die Inflation? Naja, wenn die Wirtschaft schwächer wird und wenn die Wirtschaft schwächer wird, dann fällt die Nachfrage und wenn die Nachfrage fällt, und dann wird die Wirtschaft schwächer. Also ist möglicherweise all das hier ein Beleg für eben auch eine sich abschwächende Wirtschaft. Hier sehen wir mal, und deswegen meine ich, wir feiern dieselbe Party zweimal. Wir hatten ja letzte Woche Verbraucherpreise, heute die Erzeugerpreise. Und beide weichen in der Regel nicht allzu sehr voneinander ab in ihrem Trend. Haben wir also jetzt im Oktober bei den Verbraucherpreisen niedrigere Daten gesehen, dann war anzunehmen, dass auch die Erzeugerpreise niedriger sind, etwa weil der Benzinpreis gefallen ist, etwa weil eben diese Trends, die im Oktober der Fall waren, bei den Verbrauchern wie auch bei den Erzeugern eben weitgehend der Fall sind. Nicht immer deckungsgleich, die Industrie hat andere Kosten als Verbraucher, das stimmt schon, aber viele sind eben übereinstimmend, etwa Energie oder viele andere Sektoren. Und dementsprechend finde ich das ein bisschen erstaunlich, dass man hier eben diese Party feiert. Und hier sehen wir nochmal, normalerweise sind fallende Erzeugerpreise dann gleichbedeutend auch mit einer Earnings Recession. Also die Gewinne gehen zurück der Unternehmen. Die haben ja in der Inflation zunächst mal sehr stark profitieren können, weil sie erstmal auch massiv die Preise anheben konnten. Da hat man richtig nochmal auf den, auf die Kacke gehauen, auf Deutsch gesagt. Aber dann wird das im Zuge einer sich verfestigenden Inflation und einer sich abschwächenden Wirtschaft eben immer schwieriger. Und was wir brauchen, damit wirklich die Aktienmärkte einen Boden erreicht haben, so sagte es Andreas Steno Larsen, sowohl die Rates müssen nach unten, also die Zinsen müssen nach unten, als auch das Quantitative Tightening, also die Bilanzreduzierung. Und die muss aufhören. Und es ist eben so, dass die Märkte nicht gerade glücklich sind normalerweise über eine Rezession, selbst wenn dann die Inflation sinken sollte. Und was auch gegen einen Boden der Aktienmärkte spricht, ist der globale Kreditimpuls. Der ist in der Regel einige Monate vor den Aktienmärkten, aber die Aktienmärkte reagieren sehr, sehr stark auf diesen Kreditimpuls. Und hier sehen wir, der ist weit rückläufig gewesen in letzter Zeit. Solange sich das nicht ändert, also solange nach wie vor ja Liquidität aus dem System gezogen wird, und das wird ja passieren, weil die Fed wird die Zinsen weiter anheben, vielleicht nicht so stark, und sie wird aber ihre Bilanzsumme weiter reduzieren. All das ist ja in der Pipeline und wird kommen. Hier sehen wir nochmal die Monetary Conditions, die deutlich schon stärker zurückgegangen sind als etwa die Aktienmärkte, wie es Lance Roberts hier thematisiert. Es gibt natürlich jede Menge Gründe auch für eine Jahresendrallye, die Buybacks, die ordentliche Saisonalität, die man jetzt normalerweise noch hat. Die CTAs müssen eindecken. Wir haben Shorts, die vielleicht nach wie vor gesqueezed wurden, oder sind die schon
sozusagen raus aus dem Markt, weil sie aufgrund des massiven Anstieges abdrücken musste. Wir werden sehen. Jedenfalls sehen wir das jetzt hier die 16. Mal erste, dass der Nasdaq etwa 10% in 4 Tagen zulegen kann. Das ist schon mal eine richtige Hausnummer. Also das ist das erste Mal 1987 passiert, dann 2099, 2000, 2001 und so weiter, 2002, 2008. 2020, also irgendwie sind das Jahre, die so ein bisschen problematisch sind, wo irgendwas passiert ist. BlackRock, das ist so eine ganz kleine Würstelbude, Geld, die auch Finanzen machen, die sagen, der jüngste Anstieg der Aktienkurse zeigt, dass die Märkte die Hoffnungen auf eine sanfte Landung der Fed für wahr halten. Wir sind anderer Meinung und bleiben bei Aktien aus Industrieländern untergewichtet. Das kann man sich zu Gemüte führen. Insgesamt sehen wir, dass die Märkte irgendwie wie so hin und her wabern. Wir sind zunächst nach den Erzeugerpreisen deutlich gestiegen, dann runtergekommen, dann wieder rauf, jetzt wieder runter. Also es ist unter heute vergleichsweise dünner Liquidität irgendwie schwer, da sich einen Reim draußen zu machen. Wir haben auf der einen Seite eben die Hoffnung, dass die Inflation gepiekt hat. Das ist ja auch sehr wahrscheinlich der Fall. Auf der anderen Seite haben wir nach wie vor eine hawkische Fed und nach wie vor offenkundig Anzeichen für eine nachlassende Wirtschaft. Wichtig für die Aktienmärkte und dabei für den Leitindex S&P 500, der letztendlich das Geschehen an den Weltmärkten bestimmt, ist: Schaffen wir unseren 200-Tages-Durchschnitt, ja oder nein? Normalerweise ist in Bärenmärkten diese Marke ein unüberwindliches Hindernis. Erst wenn die überwunden wird, dann könnte es wieder positiver werden. Aber wir haben eine Divergenz zwischen dem S&P 500 Index Sales und Earnings Estimates. Also es gibt einen Unterschied zwischen dem, was man verkauft und dem, was an Marge dann bleibt, also was an Gewinnen bleibt. Und ja, die Verkäufe, die beurteilt man nach wie vor optimistisch, aber eben nicht die Margen, also nicht das, was man damit wirklich an Geld dann im Portemonnaie behalten kann, bildlich gesprochen als Unternehmen. Und hier auch eine interessante Grafik etwa über das, was am Hausmarkt in den USA noch kommt, da ja massive Anstiege der Hypothekenzinsen über 7% sehen Sie hier in dem rechten Chart. Und links sehen Sie, dass damit der US-Immobilienmarkt auf seinen langfristigen Mittelwert kommt, müssten die Preise um 40% fallen. Das ist eine Menge Holz und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wie viel da ausgepreist werden müsste und was das für die US-Wirtschaft bedeutet. Wir haben heute Äußerungen von Fed-Mitgliedern. Da haben wir Mr. Harker, ja, der sagt, die Zinsanhebungen, die Zinsschritte werden kleiner werden in den nächsten Monaten. Er sagt auch, wir werden jetzt wahrscheinlich noch einige Male anheben mit kleineren Schritten und dann mal gucken, wie es weitergeht. Und er möchte auch nicht, und das ist wichtig, to move rates way up and then way down, also schnell anheben und dann schnell wieder senken. Das ist also eine Absage, dass man dann, was die Märkte sich ja erhoffen, schnell wieder die Zinsen senkt. Cook von der Fed, die ist neu innerhalb der Fed, sagt, inflation is much too high, Fed's focus is on addressing inflation, also die eher auf der hawkischen Seite. Und unten sehen Sie hier in diesem Chart mal den Vergleich zwischen der heutigen Inflationsentwicklung und den 1970er Jahren. Und ja, damals ging die Inflation auch wieder nach unten, um dann wieder nach oben zu gehen, relativ deutlich. Und das ist das, wovor die Fed Angst hat, zu sagen, ja, also wir stoppen mal mit den Zinsanhebungen. Wenn wir sehen, dass die Inflation zurückgeht, dann senken wir die auch wieder ganz schnell. Man guckt auf solche Charts seitens der US-Notenbank. Ich habe ja mit Jerome da neulich drüber gesprochen. Sage, Jerome, schaust du diesen Chart? Er hat gesagt, ja, Vogel, freilich schaue ich den Chart. Ne? Also von daher kann ich das positiv berichten. Hier sehen wir den Dollar, meine Damen und Herren, der zunächst noch weiter abverkaufte, sich dann aber ebenso wie die Randettern wieder erholen konnte. Peter Schiff, der Goldbug, weist darauf hin, ja, für die Amerikaner in Sachen Inflation wäre es gar nicht so gut, wenn der Dollar schwächer wird, denn dann importiert man ja seitens der USA wieder Inflation und die Amerikaner importieren ja mehr, als sie exportieren, also schon ein Faktor. Und
Was denken die Dickfische? Das ist die Frage, die hier immer die Bank of America bei ihren großen Playern stellt. Das sind also wirklich Investmentgesellschaften, die Milliarden jeweils bewegen. 85% sagen, die Inflation wird zurückgehen in den nächsten 12 Monaten, aber 92% erwarten eine Stagflation. Also, dass auch die Wirtschaft zurückgeht, aber nach wie vor eben Inflation der Fall ist. Das ist der Konsens gewissermaßen in einer Stagflation. Das haben die 70er Jahre gezeigt. Laufen die Aktienmärkte normalerweise nicht so gut. Schauen wir uns mal die Positionierungen dieser Vermögensverwalter an, dann sehen wir natürlich wahnsinnig viel Cash. Das wäre ein Rallye-Argument, dass man sagt, ja, wenn es nach oben geht, dann müssen die ja irgendwie rein. Ich werde nachher nochmal André Stagge ansprechen, der sagt, seine Kollegen sind schon all in, weil sie eben Angst haben, die Rallye zu Weihnachten zu verpassen oder die Weihnachtsrallye oder die Jahresendrallye zu verpassen. Und man ist vorwiegend eben in defensiven Sektoren drin, weniger in Tech drin. Aber das hat vielleicht auch eben einen Grund, weil Tech in Zeiten steigender Zinsen und noch steigen sie ja, sich eben schlechter entwickelt. Hier sehen wir mal, dass man eben seitens der Vermögensverwalter der Dickfische eben sehr stark untergewichtet ist, so stark wie seit 2006 nicht mehr. Und das erklärt vielleicht auch ein Stück weit diese Zwischenrally, will ich es mal nennen, des Nasdaq, warum der jetzt einmal so stark ist, wo die Anzeichen da sind, dass die Inflation vielleicht ein bisschen runterkommt. Aber runterkommt heute auch die Wirtschaft, meine Damen und Herren. Das ist ja das. Das eine kommt runter, das andere geht gleich mit. Und das ist die Wirtschaft. Wir haben heute ist ein bisschen untergegangen, weil alle fokussiert waren auf die Erzeugerpreise heute in den USA, den Empire Manufacturing Future New Orders, also praktisch das, was die Einkaufsmanager erwarten. Und hier sind wir weit, weit tiefer als im Corona-Crash. Hier sind wir fast auf dem Niveau von der Finanzkrise. Also die sehen, da kommt nicht mehr viel an neuen Aufträgen hinterher. Die haben meistens noch zu tun. Abarbeitung, das gilt auch für die deutsche Industrie, der Aufträge, die halt angelaufen sind aufgrund der hohen Nachfrage lange Zeit, aber dann bricht diese Auftragslage offenkundig zusammen und das ist für mich ein Zeichen, dass es da sehr, sehr schwierig wird. Schwierig könnte es auch für Banken werden. Ich habe hier mal einen Tweet von Hannes Zipfel, der sagt, gesund sieht das nicht aus. Einer der Haupteinnahmequellen der Banken, die Fristentransformation, also Leihe kurz, Verleihe lang, wird so immer schwieriger, weil eben die Zinskurven so invertiert sind, zumal die Kreditnachfrage zinsbedingt ohnehin auf allen Ebenen wegbricht. Hypothekenkredite, Konsumentenkredite wird natürlich schwieriger, zumal die Amerikaner jetzt wirklich Halsoberunterkante verschuldet sind. Nochmal die Kreditkartenschulden auf ein neues Allzeithoch raufgefallen, die Haushalte mit 16,5 Billionen verschuldet. Schnellster Anstieg jetzt im dritten Quartal ever. Und irgendwann ist es schwierig, hier nochmal mitzugehen. Wer glaubt, und das ist keine Empfehlung, meine Damen und Herren, wer glaubt, dass die Banken in dieser Situation, wo wir praktisch die Fristentransformation nicht mehr wirklich gegeben haben, wo gleichzeitig die Kreditvergabe möglicherweise echte Schwierigkeiten bekommt, dass da Finanzwerte ein Problem bekommen, US-Finanzwerte, da gibt es ein ETF, und das kann man nur long spielen, das ist der XLF, das sind die amerikanischen Finanzwerte. Man kann das Ganze aber auch short spielen und zwar dreifach gehebelt. Da gibt es ein ETC, das hat die Wertpapierkennnummer A3GWDT. Das ist dreifach gehebelt, da kann man, das bewegt sich nicht super schnell, weil diese Dinger sind jetzt nicht Raketen gewissermaßen. Da kann man, wenn man dieser Auffassung ist, wie gesagt, keine Handelsempfehlung, kann man das mal spielen, zumal, schauen wir mal hier die Aktie von Goldman Sachs, die war am 13. Oktober, als die US-Märkte ja tief gemacht hatten, unter 290 und steht jetzt bei 386, also die sind richtig gut gelaufen, der Sektor ist so überkauft, dass es schon boomst und heute hier hat der Senate Banking Committee Chair Brown gesagt, wir wollen uns jetzt mal die Bankengebühren anschauen, während eben der arme Konsument mit der Inflation schon genug zu tun hat, da ziehen sich die Banken natürlich die Gebühren rein. Das gilt gerade auch für Kreditkartenschulden. Wer da sein Limit überzieht, der ist bei gut 20% derzeit in den USA. Also es kommt möglicherweise auch regulatorischer Gegenwind. Deswegen denke ich, könnte das funktionieren. Schauen wir uns mal the big picture an.
Kommen wir mal gleich zur ganzen Welt, meine Damen und Herren, gell? Also der Sprung ist, der fällt mir leicht. Wir sehen, die Weltbevölkerung dürfte jetzt heute die Schwelle von 8 Milliarden überschritten haben. Ich nehme an, die sind nach Afrika gegangen und haben da praktisch in jedem Dorf eine Volkszählung gemacht, gell? Dass die das so wissen. Ja, da sieht man, die sind schlau. Aber entscheidend ist, meine Damen und Herren, dass 59% der Menschen in Asien leben, nur 9% in Europa, 18% in Afrika, aber das wird sich ändern. Die afrikanische Bevölkerung wird sich bis 2050 sehr wahrscheinlich verdoppeln und das unter den klimatisch ungünstiger werdenden Bedingungen. Also Europa 9%, USA oder beziehungsweise Amerika insgesamt 13%. Da sieht man, wo die Musik gespielt. Das ist natürlich ein Faktor, aber wir wollen ja in Sachen Klima vorangehen. Also diese 9% Europa und jetzt nehmen wir mal die Deutschen, da ist es noch viel weniger Prozent. Da wollen wir zeigen, dass es geht, also mit der effektiven Beendigung von CO2. Jetzt ist es aber dummerweise so, dass wir praktisch jetzt wieder zurückgefallen sind im Klimaschutzindex, nämlich auf Platz 16. Und jetzt liegen wir sogar hinter Ländern wie Indien, gell? Also das ist einmal eine Leistung. Und warum ist das so unter Beteiligung der Grünen? Naja, weil sie Kernkraftwerke durch Kohlekraftwerke ersetzt haben und LNG klimaschädlich um die Welt fährt, wie Daniel Stelter sagt, statt im Inlandfracking zu betreiben. Das ist natürlich vielleicht nicht die schlauste Geschichte. Jetzt schreiben manche in den Kommentaren, das sei populistisch, was ich da erzähle. Ich finde das rational, das ist eins und eins zusammenzählen. Das kann man ja eigentlich nicht leugnen. Das sind die Fakten. Wir nehmen Fracking-Gas, schippern es über die Welt mit Schwerdiesel oder lassen es schippern und auf der anderen Seite weigern wir uns, viel billigeres, viel Energie, weniger intensives Fracking zu betreiben. Auch das hat seine Nachteile. Atomkraft hat Nachteile, gar keine Frage. Aber was wir hier machen, ist aus meiner Sicht extrem unvernünftig. Und jetzt haben wir es aber geschafft. Es geschehen ja Wunder in Deutschland manchmal, meine Damen und Herren. Innerhalb von nur 200 Tagen ein Flüssiggasterminal daherzustellen. Weitere sind geplant. Deutschland ist jetzt einer der größten Nachfrager geworden nach Flüssiggas. Das kaufen wir den anderen weg, weswegen die teilweise dann ihre Versorgung rationieren müssen. Da sprechen wir nicht drüber, gell? Weil wir zeigen ja der Welt, wo es lang geht in Sachen grüner Technologie, dass die anderen dabei verhungern, das ist halt ein Kollateralschaden. Na, da muss da mal ein bisschen drüber wegschauen. Und nächstes Jahr ist es ja so, dass möglicherweise gar kein russisches Gas mehr fließt. Wir können jetzt derzeit nur irgendwie die Lager voll machen und die sind zu 100% voll, weil eben die Russen faktisch nicht mehr über Nord Stream, aber sonst eben nach wie vor liefern. Dennoch, wenn wir jetzt hier uns mal diese Geschichte mit den Notenbanken und den Zinsen anschauen, sehen wir, dass die Vermögenspreise in Deutschland das erste Mal seit 13 Jahren gefallen sind. Aktien sind gefallen, Rentenvermögen, also Anleihen sind gefallen, Immobilienpreise im letzten Quartal gefallen, also da ist Betriebsvermögen sind gefallen. Das ist die Umkehrung eines Trends und ich möchte Sie auf zwei Artikel aufmerksam machen. Sehen wir die Jahresendrallye, fragte André Stagge, der sehr, sehr gute Insights bringt, wie ich finde, auch wenn er beim Trading jetzt ein bisschen Pech gehabt hat in letzter Zeit. Erste Empfehlung, ein Video von André Stagge, das ich Ihnen anempfehlen möchte. Und zweite Empfehlung, ja, Rallye trifft auf Widerstand. Diese Marken sind jetzt wichtig. Wenn Sie wissen wollen, welche wichtig sind, dann schauen Sie bitte diesen Artikel an. Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung, morgen 18 Uhr. Ein zweiter Teil des Webinars, wo ich viel über die Entstehung dieser Videos Ihnen erzählen möchte, was ich trade, wie ich trade, welche Märkte und so weiter und so fort. Morgen 18 Uhr, daher morgen kein Marktgeflüster, eben weil das Live-Webinar ist. Wenn Sie den Link haben, den ich Ihnen unter das Video packe, dann können Sie das anschauen, wann Sie wollen. Ich würde mich freuen, wenn Sie um 18 Uhr dabei sind, aber wenn Sie es nicht schaffen, dann halt um 22 Uhr oder wann auch immer, sobald Sie den Link haben, wird das funktionieren. Also, jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.